euch, wie ihr schöne Cake-Pops machen könnt. Und zwar sind es Cake-Pops, die aussehen wie Weihnachtselche. Also genau, ganz weihnachtlich. Und ja, wir wünschen euch natürlich auch noch frohe Weihnachten und ganz viel Spaß beim Nachmachen. Ja, los geht's. Los geht's. So, wir brauchen einmal 2 Päckchen Schokoladenkuchen. Wir haben jetzt Fertigkuchen genommen. Wenn ihr ganz fleißig seid, könnt ihr natürlich auch selber Kuchen backen. Dann haben wir hier 2 Päckchen Vollmilchkuvertüre, 100 Gramm Butter und Orangensaft. Dafür braucht man ein paar Esslöffel dann. Dann haben wir zur Dekoration einmal hier Cranberries, Brezeln und solche Zuckeraugen. So, und dann braucht man natürlich noch diese Cake Pop Sticks. Jetzt müsst ihr den Kuchen zerbröseln. Wir machen dann nämlich später quasi neuen Teig draus. Und von daher macht ihr ihn dann einfach in eine Schüssel und fangt an, das Ganze zu zerbröseln. Natürlich mit sauberen Händen. Und ja. So, die Butter muss weich werden. Deshalb kriegen wir sie für ja, so ein paar Sekunden. Es kommt natürlich immer auf eure Mikrowelle an. Fragt da auch am besten eure Eltern in die Mikrowelle. So, und dazu gebt ihr noch ungefähr 10 Esslöffel Orangensaft. Jetzt müsst ihr den Teig einfach zu einer glatten Masse kneten. So, dann knetet ihr den Teig zu Kugeln. Die müssen ungefähr so cake-pop-förmig sein. Könnt ihr dann mal ein paar Bilder angucken oder einfach unser Video, wenn es fertig ist. So, also das sind jetzt unsere fertig geformten Cake Pops. Da kommt dann natürlich später noch Schokolade drüber, aber die könnt ihr jetzt erstmal 20 Minuten in den Kühlschrank tun zum Abkühlen. Genau. So, dann lasst ihr die Kuvertüre in einem Wasserbad schmelzen. Das könnt ihr zum Beispiel machen, wenn die Cake Pops gerade noch im Kühlschrank sind. Ja. So, also die Schokolade kocht gerade und wir haben jetzt die Cake Pops rausgenommen aus dem Kühlschrank. Die sind abgekühlt und jetzt müssen wir hier die Stäbchen reinmachen, damit wir, ja, das hier schon mal haben. Und das wird dann gleich noch in die Schokolade getunkt. Jetzt nehmen wir uns jeweils einen Cake Pop und tunken ihn in die Schokolade. Holen ihn wieder raus, lassen ihn ein bisschen abtropfen. So. Und legen ihn auf ein Tablett oder ein Backblech mit Backpapier, genau. Also das sollte euch nicht passieren, wenn das passiert, holt euch das einfach irgendwie wieder raus. Ja, also das ist euch jetzt nicht überlegen kann, weil ich nicht so das Plan. Aber lasst euch doch mal nicht aufregen. Das passiert jedem, auch dem Bestbäcker. Ja. So sieht jetzt das Ergebnis aus und jetzt kommen wir auch schon zum Verzieren.
Genau, dafür haben wir jetzt hier Brezelchen für die Hörner. Und ja, wir können mal gucken, was gut aussieht. Dass wir das einfach so ein bisschen hörnermäßig machen. Ja, so kann es natürlich nicht passieren. So, wir haben jetzt die Cake Pops hingelegt. Deswegen, wir empfehlen euch, die Cake Pops einfach direkt hinzulegen. Weil dann könnt ihr sie viel besser dekorieren. Und hier schon mal ein Beispiel. Da kommt jetzt noch eine Nase von dem Reh drauf. So sieht das dann aus. Also hier nochmal eine genaue Beschreibung, wie ihr das macht. Ihr macht einmal hier quasi die Hörner dran. Das habt ihr aus den halben Brezelstücken. Dann kommen die Augen. Natürlich zwei, es sei denn, ihr wollt kreativ sein und mehr machen. Dann macht gerne mehr. Ansonsten nehmt zwei Augen. So, wenn ihr fertig dekoriert habt, kommen die Cake Pops in den Kühlschrank. So, ja, wir hoffen, dass euch das Video gefallen. Gebt gerne einen Daumen hoch oder kommentiert gerne, ja. Und wir wünschen euch frohe Weihnachten. Genau. Macht's gerne nach für die Weihnachtszeit. Kommt gut ins neue Jahr. Ja. Und wir sehen uns dann hoffentlich nächstes Jahr bei den Feuerspielen wieder. Ja. Wir freuen uns. Tschüss. Tschüss.